Ich grüße euch alle. So, ja, ich sende liebe Grüße aus dem Krümeland und noch ein gesundes neues Jahr euch allen. Da ich momentan immer noch keine Trageberatung geben darf, wollte ich heute mal wieder ein Tragevideo machen. Das letzte Drückentragen in der Manduka ist ja auch relativ gut angekommen. Und deswegen geht es heute mal um das elastische Tuch. Da ich jetzt auch Anfragen hatte oder beziehungsweise die Problematik mir geschildert wurde, dass die Wickelkreuztrage mit dem elastischen Tuch oftmals nicht fest genug gebunden werden kann oder dass es Probleme gibt, dass sich das dann löst, locker wird, das Kind nicht mal richtig sitzt oder alleine schon beim Einbinden mit dem elastischen Tuch Probleme bestehen. Und deswegen wollte ich euch heute eine Variante zeigen, wie man das machen kann. Erstmal das Tuch binden ohne Kind. Und dann das Kind reinschlüpfen lässt. Genau, erfordert auch ein bisschen Übung, aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann geht das auch ganz leicht von der Hand. Was brauchen wir dazu? Ein Baby. Meine Lisa ist heute wieder mit dabei. Schwupps. So, wir brauchen ein elastisches Tuch. Ich habe jetzt das hier in Manduka Sling. Damit arbeite ich total gerne, weil es sehr weich ist und nicht zu elastisch ist und sich hervorragend binden lässt. Und zusätzlich noch ein kleines Molton-Tuch oder ich benutze immer ganz gerne diese kleinen Baumwollhandtücher, die wir dann als Kopfstütze benutzen. Genau. So, erstmal Kind zur Seite legen, natürlich vorsichtig. Ups. Molton-Tuch können wir auch erstmal zur Seite legen und jetzt erstmal das Tuch auspacken. Falls ihr noch auf der Suche seid nach einem Tuch, ich habe auch noch in meinem Laden welche vorrätig, entweder von Manduka oder auch noch eine weitere Marke. Könnt ihr mich gerne kontaktieren. Ich kann euch das auch jederzeit zukommen lassen, wenn ihr möchtet oder wenn ihr Bedarf habt. Genau. So, ihr seht ein wunderschönes Tuch in einer meiner Lieblingsfarben. Oh, ich liebe Lila. So, das ist ziemlich lang. Nicht erschrecken. Und ich bin ziemlich klein, deswegen wirkt das noch viel länger. So, ihr seht schon, hier ist ein Fussel, dass hier in der Mitte das Logo vernäht ist. Das ist bei allen Tüchern so, dass man immer weiß, wo die Mitte vom Tuch ist. Dieses Logo legt ihr euch einfach auf die Brust, also praktisch zwischen die Brust. So, das ist schon mal der Anfang. Danach an der Oberkante entlang gehen vom Tuch und hinterm Rücken, ich drehe mich mal, einfach kreuzen. So, ihr versucht an der Oberkante zu bleiben. Oberkante schön gekreuzt. So, ich hoffe, man sieht mich auch noch auf der Kamera. So, jetzt habt ihr so kleine Engelsflügelchen. Jetzt legt ihr euch das einfach über die Schulter. So. Zieht auch nochmal an der Unterkante, die jetzt ja hier ist. Unterkante. Und dann merkt ihr auch gleich, dass es am Bauch enger wird. Genau. Oberkante ist hier. Unterkante ist hier. Genau. Spürt ihr auch. Wenn ihr das nicht spüren solltet, müsstet ihr nochmal Retour machen. Nochmal aufknüdeln, dann habt ihr irgendwo einen Dreher drin. Genau, jetzt könnt ihr das so ein bisschen zusammenraffen. Elastisches Tuch, das elastische Tuch, das verzeiht einfach mal so ein bisschen das nicht ganz so akkurate Zusammenraffen. Zum Glück. Also zusammenraffen. So, dann habt ihr das hier über der Schulter liegen. Jetzt nehmt ihr das einfach in eine Hand. Knuddelt den ganzen Rest zusammen und steckt den hier oben durch. Schwupps, da kommt es da unten wieder raus. Ordnet euch das wieder so, dass wieder die Oberkante zusammen ist. Hier die weiße Naht. Hier unten ist eine dunkle Naht. Und die Unterkante ist außen. So, Oberkante ist innen. Die helle Naht. Und die dunkle Naht ist außen. So, jetzt habt ihr schon ein hübsches Ballkleid, das Abendkleid. Zieht euch das noch ein bisschen zurecht. Gott,
Tücher nehmen, also Tuch entnehmen und ungefähr auf Bauchnabelhöhe kreuzen. So, einmal gekreuzt. Hier geht nach hinten und könnt jetzt hier hinten das Tuch verknoten. So, flachen Knoten, dass es auch nicht drückt. Wenn euch das jetzt hier zu lang ist mit diesen Schnippeln, die noch rumhängen, weil ihr so klein seid wie ich, dann könnt ihr das dann später gerne auch nochmal nach vorne nehmen. Ich lasse die jetzt einfach mal hängen. So, da habt ihr jetzt praktisch hier das Gekreuzte. Ich komme mal ein bisschen näher an die Kamera ran, damit ihr das besser seht. So, gekreuzt. Und hier ist der Teil mit dem Logo. So, jetzt rafft ihr einfach nur das alles runter. Schwupps. Die beiden Kreuze hier, also die beiden Teile, die gekreuzt sind. So, jetzt kommt das Baby ins Spiel. Nehmt das Baby hoch. So, habt das ein bisschen auf der Schulter. Köpfchen liegt auf der Schulter an. Ihr sichert das Baby mit einer Hand und greift von außen rein. Holt euch das Füßchen und lasst das Beinchen reinrutschen. Könnt ihr schon das Baby so ein bisschen draufsetzen aufs Tuch? Zieht das Tuch schon mal ein bisschen rüber, über den Po. So. Und könnt es auch ganz wegschlumpfen lassen. Rein ins Tuch, wenn ihr möchtet. So. Schön rüberziehen. So. Okay. Jetzt ist das Baby auch schon gut gestützt. Tuch hält sich hier schon fest, Köpfchen ist gestützt. Ich lasse die Lisa mal in die andere Richtung gucken. So, die Lisa guckt. Okay, dann geht ihr in die andere Seite rein, auch wieder von außen. Zieht ein bisschen, ziehen und holt euch das Beinchen ganz vorsichtig. So, genau. Und dann könnt ihr die andere Seite einfach drüber schlagen. Auch wieder hier schön rüberziehen über den Po. So. Also Baby ist schon schön drin im Tuch. Hier schön rüberziehen, glattziehen, dass es keine Knubbel gibt. Und dann habt ihr ja noch die äußere Lage mit dem Logo. Die ist jetzt hier unten, unterm Po. Da greift ihr jetzt auch nochmal von unten durch. Hier. Und nehmt euch auch wieder das Beinchen vorsichtig am Fuß und lasst es hineinschlüpfen. So, genau. Das Ganze macht ihr auch auf der anderen Seite. Geht wieder von unten rein und nehmt euch das zweite Füßchen. Auch wieder hier, nicht nach hinten. Oder irgendwie, die Lisa, die nimmt mir das jetzt nicht übel, aber wenn ihr ein echtes Baby habt, dann solltet ihr wirklich darauf achten, dass ihr hier vorsichtig das Füßchen durchzieht. Genau. Dann könnt ihr das hochziehen. Schwuppsdiwupps. Jetzt korrigiert ihr nochmal hier die ordentliche Anhock-Spreizstellung. Das heißt, wir ziehen nochmal den Stoff bis in die Kniekehlen rein, auf beiden Seiten, so dass der Popo schön gestützt ist. Den oberen Teil können wir hier so ein bisschen unten drunter stopfen. So. Baby meckert vielleicht schon, weil das Köpfchen weg ist. Ihr könnt jetzt wieder freilassen. Könnt ihr auseinanderziehen. So. Und jetzt haben wir hier aber noch die Kopfkante. Die soll ja auch noch das Baby stützen. Und deswegen nehmen wir uns jetzt entweder das Moltontuch oder den kleinen Waschlappen und rollen den ein. Legen den unter die Kopfkante und rollen hier jetzt den Stoff einfach nochmal ein. Genau. So, ein bisschen auseinander. Und schwupps ist das Baby drin und hält auch fest. Könnt dann nochmal reingreifen und auch die Ärmchen nach oben nehmen, dass sie nicht runterhängen.
Baby ein bisschen bequemer machen. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, hier die Oberkante nehmen und ein bisschen nach außen klappen, wenn das für euch angenehmer ist. Über die Schultern drüber klappen. So, sieht auch ganz schick aus. Genau. Kopfkante hier bis ungefähr Ohr, also bis Oberseite vom Ohr. Und wenn ihr jetzt merkt, dass Baby doch nicht so richtig fest sitzt, könnt ihr noch mal ein bisschen hier nachziehen. Also ich merke, ich habe das hier an der Taille zu locker gelassen. Ich löse den Knoten nur leicht. Zieh noch ein bisschen fester und setze den Knoten einfach ein Stückchen höher. Schwupps. Und schon ist Baby drin. Und das ohne, dass ihr binden musstet und das Baby gleichzeitig festhalten musstet. Tuch war ja schon fertig, ihr musstet nur reinschlüpfen lassen. Und somit gibt einem das ein sicheres Gefühl. Und das ist auch eine recht feste Variante. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Baby eingequetscht wird, aber es wird gut gehalten. Genau. Achtet immer darauf, dass ihr so bindet, dass wirklich die Kopfkusshöhe erreicht ist, dass ihr das hier machen könnt. Und schaut drauf, dass wirklich die Anhock-Spreizstellung immer gewährleistet ist, indem ihr auch hier nochmal den Stoff wirklich korrigiert. So, und das ist eigentlich auch schon alles. Eigentlich ganz easy. Genau, ihr könnt jetzt retour das gleiche machen. Nehmt erstmal hier das Tuch wieder raus. So, Baby ist ja noch fest. Wir ziehen einfach die obere Lage wieder runter bis zum Po. So, genau. Und dann öffnet ihr einfach eine Seite, greift in die andere Seite rein. Baby ist immer schön gestützt. So, wahlweise könnt ihr jetzt stützen und könnt hier noch mal ein bisschen dem Beinchen nachhelfen, es locker machen. Auf der anderen Seite ebenso. Aber meistens kann man sie schon so rausnehmen. Schwupps, Baby ist raus. Und das Tuch ist trotzdem noch an euch dran. Könnt ihr auch so lassen, wenn ihr jetzt stillen wollt oder wenn ihr wickeln wollt. Und dann einfach wieder, genauso wie ihr es am Anfang reingesetzt habt, wieder reinsetzen in das Tuch und wieder hochziehen. Und somit müsst ihr nicht dauernd neu binden. Und die Tücher sind auch sehr dünn und anschmiegsam, so dass man die auch einfach anlassen kann. Zum Beispiel, wenn man jetzt doch mit dem Auto unterwegs ist oder so, lässt man einfach das Tuch unter der Jacke drunter, setzt das Baby in die Babyschale und wenn man angekommen ist, dann kann man das Baby auch wieder reinsetzen in das Tuch, zum Beispiel zum Einkaufen gehen. Genau. Oder eben zu Hause, da müsst ihr nicht dauernd wieder neu knuddeln. Also, dann, ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Bindeweise. Übt ein bisschen, ihr könnt auch erstmal einen Teddybär nehmen und den reinstecken und gucken, dass das alles sitzt, bevor ihr das Baby nehmt. Und bei Fragen schreibt mich an, kommentiert und ich wünsche euch erstmal alles Gute und eine schöne Zeit.